Rizzi, Servus und Hallo, Swiss hier. Frisch zurück aus der Notaufnahme. Ich wurde reanimiert, war nach dem Spiel auch nötig. Aber ich habe es überlebt. Nein, Spaß beiseite. Ich hatte es gesagt, ich werde noch das Gameplay von Roshi nachreichen, sobald mir eins gelungen ist. Und ja, es ist mir eins gelungen, aber es ist mal ausnahmsweise kein Sieg. Aber trotzdem finde ich es ein geiles Video. Vielleicht gefällt es euch ja. Gucken wir erstmal auf die Verbesserung. Wir haben eingebaut: Zielsystem Mod 1, Steuergetriebe Mod 2, Steuergetriebe Mod 3, sonst komme ich mit der Jolle nicht klar, und Hauptbatterie Mod 3 wegen dem Reload. So, als Verbrauchsmaterialien: Feuerlöscher und ist es hier defensives Flakfeuer, können wir uns nichts verkaufen, so nah ist gut. Und ich habe mich für den Nebel gegen die Heilung entschieden. Ausnahmsweise die richtige Entscheidung. Geht aber mit beiden. Und als Kapitän habe ich Madame Shelley Beepley. Die gibt uns Reduktion des Risiko eines Brandes. Auch das haben wir gebraucht. Also feuerfest. Holla die Waldfee. Assistiert. Es ist mein agiles Dream Team. Madame Takao und Madame Baltimore. Und den haben wir ausgewählt. Genial. Volle Kraft voraus. Rausch der Geschwindigkeit. Steuerbar und vollständig verpackt. Und das gibt uns bei der Roshi folgende Werte: Artillerie als 10,8 Sekunden, 15,4 Kilometer, ist nicht viel, ich weiß es. Turmdrehgeschwindigkeit 26,9 Sekunden, ist auch nicht gerade unbedingt der Hammer. 2,8 Sprenggranaten, 5000 AP Höchstschaden, das ist ordentlich. Flugabwehr, ja, hatten wir uns schon darüber unterhalten. Manövrierbarkeit, 36 Knoten, 2,7 Sekunden Ruderschnellzeit, 750 Meter Wendekreis. Es ist ein Lifesaver für mich. Ich habe sie mit einem anderen Kapitän oder in anderen Kombinationen gespielt. Ich bin einfach nicht zu Potte gekommen. Und irgendwann nimmt man dann halt mal die Dame mit den grauen Haaren. Und dann hat es doch ein bisschen besser funktioniert als gedacht. So. Und bevor es zum Video geht, wenn euch das Video gefällt, lasst mir doch bitte ein Like, einen netten Kommentar oder ein Abo da. Oder wenn ihr Freunde, Bekannte, Verwandte habt, denen das Video gefällt, dann teilt es doch. Vielleicht ist da der eine oder andere dabei, der ein Abo springen lässt. Wir sind ja auf der Suche nach 70 Abonnenten. Ein paar fehlen uns noch, dann haben wir es geschafft. Würde mich freuen, wenn wir das hinkriegen. Und der Titel des Videos, aus Scheiße Zwerge backen, ist definitiv Tarif. Wir werden es uns angucken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und sag nur Film ab. So, da sind wir im Gefecht mit der Roshi. Und wie gesagt, ich habe mich mit ihr gefunden, mit der Shelley Beepley. Komme ich mit ihr klar? Ist vorher nicht so richtig gegangen, weil sie doch hin und wieder stärker allergisch reagiert, wie mir das lieb wäre. Wir gucken mal ins gegnerische Team. Wir haben eine Akatsuki, eine Östergötland, eine Schumpfung, Kutusov, Azuma, Gneisenau, Amagi, Alabama und eine Iowa. Das Spiel heißt ja nicht Wünsch dir was. Von dem her gehe ich immer vom Schlimmsten aus. Das wird heißen Östergötsche, Kutusov. Kutusov ist übrigens die böse Schwester von der Otschakow. Und die Östergötland ist irgendwie sowieso eine kleine Ausgeburt aus der Metallhölle. Es ist ein fürchterlicher Zerstörer. Aus dem einfachen Grund, die hat irgendwie Überschalltorpedos. Also ich kenne keinen anderen DD, jetzt gerade so aus dem Lameng, der was 80 Knoten Torpedos an Bord haben kann, wenn man es dann hinkriegt. Also, das ist schon unschön. Und Kutusov ist klar, die ist immer Feuer und Flamme, wenn sie einen sieht. Naja, und Iowa und Co. Da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten, das ist pures Gift für uns. Also von dem her war ich ganz froh, hatte ich mal einen DD, der vorfährt. Es fuhr aber nicht nur der DD vor. Und wir kommen jetzt hier auch so zu ein, zwei, drei Punkten. So, Punkt Nummer 1, ihr seht da vorne Torpedos. Ja. Blind Torping kann funktionieren. Was ich einfach schade finde, ist, dass das so häufig gemacht wird und man die Torpedos vielleicht besser einsetzen könnte, wenn man sie denn später noch hätte. Aber jetzt hat man ja eine gewisse Reload-Zeit. Ich weiß halt nicht, wie viel das ist. Aber ich sag mal, ich will jetzt nicht zu laut schreien, aber ich sag mal, eine Minute plus minus. Naja, nie minus sicher nicht, aber eine Minute, ein bisschen mehr als eine Minute, vielleicht sogar 2 Minuten. I don't know. So, also an die Gneisenau wäre sie eh nicht rangekommen. Ich schieße jetzt mal drauf. Und mein klitzekleiner Fehler ist, ich stehe hier ein bisschen weit entfernt von der Insel.
Ich war mir nicht so ganz grün mit der Insel und wollte nicht schon gerade beim ersten Date mit ihr kuscheln. Das rächt sich dann noch. Und links von mir, ich weiß nicht warum, ich weiß auch nicht, was die Intuition war von dem ganzen Spiel. Da fährt ein Kreuzer aufs Cap, unser Kreuzer. Und Leute, wenn ich das gegenüber sehe, dann halte ich mich erstmal ein bisschen zurück. Denn das sind echt böse Geschütze, ja. Also Amagi, Iowa und Co. So, da ist der Hauptgewinn, Östergötsche. Da ist er. So, und ja, was soll ich sagen? Ist scheiße. Und jetzt macht mich der Flieger auf. Ja, Östergötland hat ihre Torpedos geschickt. Und ich bin offen durch die Flieger. Oder mal ganz kurz offen gewesen. Und zu 99,9% haben Schlachtschiffe die Angewohnheit, ihre Geschütze denn einfach mal so grob in die Richtung zu drehen. Und ihr seht, Zahl da oben. Das heißt, ich weiß ganz genau, was jetzt kommt, aber ich kann nichts machen, ich bin zu weit von der Insel weg. Und dementsprechend passiert was? Ja. Mahlzeit. Klasse. Ja. Also vergesst nicht, dass es auch noch Aufklärer gibt, die über euch fliegen. Jetzt bin ich wieder offen. So, und ja, da vorne ist der Kollege Kreuzer. Und ich weiß jetzt nicht, was es für ein Kreuzer ist. Ich habe auch nicht geguckt, aber ich kann nichts für ihn tun. Ja? Wenn der offen ist, kriegt er die Hucke voll. Weil er ist viel zu nah. Und gerade eine Amagi. Das ist Gift. Also, da könnt ihr stehen, da könnt ihr 360 Grad. Die tut euch weh. Ja, und dann ist dahinter ja noch das ganze andere Gesocks, wie Iowa und Co. und Gneisenau und schieß mich tot. Also, und Östergötland. Also, es sollte man nicht tun. Es wird auch gleich kurz und schmerzlos für ihn enden. Ich probiere zwar noch die Amagi davon zu überzeugen. Nein. Konnte sie nicht überzeugen, ihn leben zu lassen. Also. Und links von mir, etwas weiter hinten, steht eine Scharnhorst. Und natürlich ist es immer schwer abzuschätzen, was passiert, wenn. Aber guckt mal, wenn unser Zerstörer, ich meine, auf ein DD torpen, ich weiß nicht, wie schwierig das ist. Ich persönlich würde es nicht machen. Ich würde mir die Torpedos für die großen Jungs aufheben. Das wäre jetzt eine gute Variante, ja? Jetzt sind wir wieder offen. Also können wir im Prinzip schon Fersengeld geben, weil, ja. Nicht von der Amagi, die guckt in eine falsche Richtung. Aber. So, denn das nächste Thema. Ein DD, der schießt. Gut, der ist jetzt in meinem Nebel, darum sieht sie ihn nicht. Okay, clever gemacht. Aber schießt bitte nicht außerhalb des Nebels auf. Schiffe, ihr seid einfach die 20 Sekunden offen. So. Ein bisschen was an Torpedos trifft. Da kommt wieder was geschwommen. Na, wir sehen schon, die Scharnhorst hat schon wirklich, also. Genau. Kabumm. Weg war sie. So. Wie sagt man so schön? Aus 4 macht 2. Ne? Zu viert waren wir mal, sind wir noch zu zweit. Die anderen haben noch gar nichts verloren. Ja, da kommen ein paar verirrte Torpedos. Und unser Kollege antizipiert jetzt wohl die Amagi. Es ist schwierig. Ja. Antizipieren. Weil auch hier wieder. Behaltet doch eure Torpedos für den Moment, wenn es drauf ankommt. Weil er trifft nichts, weil da ist nichts zu treffen. Und ja, ich meine, er hat klug Scheiße, der hat eine Erkennbarkeit von, sagen wir mal, maximal 6 Kilometern. Der Idiot mit 12, 13 Kilometern bin ja ich. Ja, jetzt geht die Zahl natürlich meiner Verehrer hoch. Die haben ihn nicht vergessen. Und dementsprechend, ja, haben wir jetzt gleich Lichtshow. Schicke Kameraperspektive, so ein bisschen actionlastig gehalten. Ja, mal gucken. Ich mache weiter hier einen auf. Ich gehe der mal, weil ich weiß, was kommt. Und lasst euch nicht einlullen, wenn im Moment nichts passiert. Es passiert. So oder so. Nochmal die geile Perspektive. Guck mal hier. Da kommen sie geflogen. Eins, zwei. Jolla, die Waldfee. Immer. Und euer Schiff sieht aus wie Arsch und Friedrich. Ja? So, jetzt habe ich zum Glück eine Insel gefunden. Aber, die Gneise zielt daneben. Das. Kleiner Vorteil. Manchmal sind die Deutschen nicht so ganz genau. So, da kommen Torpedos von unserem DD. Und da sage ich jetzt halt ganz ehrlich, das ist ein sauschwieriges Thema. Ich kann mit Torpedos selber gar nicht so wahnsinnig gut umgehen. Bei meinen Kreuzern muss ich mal relativ nah ran, damit es was wird.
Und jetzt macht die Östergötland natürlich unseren DD auf. Und jetzt kommt natürlich das Nächste, was völlig klar ist. Was soll ich machen? Ich kann nicht so schnell, und selbst wenn ich schnell könnte. Nee, das ist ein widersprüchlicher Satz. Vorne ein bisschen doof. Ich kann nicht so schnell. In irgendeinem Film sagt da einer, ich kann immer. Egal. Also, ich kann ihm die Gneise nicht vom Hals schaffen, für das bin ich einfach nicht. Jetzt kommt wieder so ein blöder Satz, richtig bestückt. Verdammt nochmal, wieso fällt mir das? Ich habe einfach zu kleines Kaliber, um ein Schlachtschiff in Verlegenheit zu bringen. So, jetzt haben wir es richtig formuliert. Und ja, guck mal, was da übrig bleibt. Also, das ist wirklich, das ist Horror. Ja? Und darum muss ich halt wirklich sagen, und da bin ich jetzt auch ganz ehrlich, der Typ oder die Dame in der Östergötland, der macht das schon richtig gut. Ja? Also, der hält offen oder er macht auf, er zeigt den Gegnern, wo sie sind, denn wir kriegten ja permanent auf die Hucke. Wir waren ja immer offen und wir wurden immer beschossen und wir selber konnten auf nichts zielen, weil vermutlich unsere DDs in einer dummen Situation waren oder vielleicht nicht in einer optimalen Position. Was willst du dann tun? Ja? Da kannst du nichts machen. So, die Torpedos gehen wohl auch daneben, okay. Dann vergessen wir natürlich nicht, eine Gneisenau hat selber Torpedos. 6 Kilometer macht uns keine allzu große Angst, so wenn die so nah an uns rankommt, dann haben wir eh andere Sorgen. Aber trotzdem, weil wir haben keine, ja. Und ich denke, ich kann noch im Moment ein bisschen den Tag genießen, so. Dann sehe ich da hinten gut. Da ist ein DD, aber welcher DD? Na, die Östergötland kann das nicht sein, die ist irgendwo hier bei uns. Und noch sind wir zu. Aber ich habe immer so ein bisschen so ein leichtes Kribbeln im Bauch, wenn ich mit der Karre im Nebel stehe. Manchmal erscheint auf einmal das Auge und ich weiß gar nicht warum. Also setze ich mich. Bingo! Also setze ich mich mal lieber in Bewegung. Denn jetzt muss ich Fersengeld geben. Und jetzt kommt was von mir aus gesehen, jetzt gerade von rechts. Und beflackt mir die Hüfte. Fand ich gar nicht witzig. Ich sehe im Moment noch nicht, was das ist. Ich ahnte es aber schon. Die Tops sehen gut aus. Jawohl, dann nimmt sie ordentlich was mit. Ich muss erst die Gneise loswerden. Hä? Also das ist für mich wirklich der heftigste Faktor im Moment. Die muss raus. So, Gneise raus. Und was hat uns besucht? Die Kutusow. Was soll ich sagen? Für mich war ganz klar, hier nehme ich nicht HE. Für was auch? Ich nehme AP. Und warum? Die Kutusow hat giftige HE, aber sie kann nichts ab. Und wir sehen jetzt gleich warum. So, lala. Also, ihr müsst drehen. In solchen Situationen müsst ihr drehen, ja? Definitiv. Ihr müsst zusehen, dass ihr den Winkel verkürzt, dass ihr ein bisschen mehr Optionen habt mit dem Ausweichen, weil die eine riesen hohe Feuerrate hat, die ihr selber nicht habt. Und sie hat Torpedos. Und sie hat Nebel. Also eigentlich alles böse in einem Schiff, ist ganz schlimm. Aber sie unterschätzt definitiv die amerikanische AP. Und wir brennen. Und wir haben noch 10 Sekunden, bis wir löschen können. Und ihr könnt jetzt wirklich mal gucken, wie schnell das geht und wie knapp das wird. So, wir können da mal. Und wir haben schon Reduktion von Brand, hä? Habt ihr gesehen? Und die sinkt nicht. Gut, jetzt trifft sie mich im Moment nicht. Ich denke mir, gut, jetzt kann ich sie rausnehmen. Nein, ist einem nicht gegönnt. Und jetzt guckt unten auf die Lebenspunkte und auf den Timer vom Feuerlöscher. Mein Steuerkreuz ist links so eingedrückt, dass es gar nicht mehr rauskam. Ich habe fast ich bin fast mit dem Fuß drauf getreten und habe gedacht, lösch doch endlich 160 TP läuft auf. Verdammte Axt. Und wir sind offen. Wir sind offen. Unschön. Ich weiß, auf der anderen Seite von dieser Insel steht das ultimative Böse. Da stehen die dicken Jungs. Also bleibe ich an dieser Insel. Mein Problem war, ich wusste nicht, jetzt weiß ich's. Und wer anderes könnte es sein als das Östergötsche? Und ich denke mir jetzt, im ersten Moment, das war so ein Reflex von mir, ich jag halt gern DDs. Ja, also das rote Teufelchen auf der rechten Schulter hat gesagt, geh da hinterher. Und das Weiße sagt, Junior, guckst du mal bitte auf dein Leben. Da ist nicht mehr viel. Also machen wir mal Hydro an. Und weil ich dann gedacht habe, doch, das weiße Engelchen hat recht, Nebeln, Bremsen. Denn, auch wenn die ein kleines Kaliber hat, die setzt uns in Brand, dann war es das. Ich weiß nicht, wie ihr das so. Also, ich sterbe nicht gehen. Ich kann damit leben, wenn mich ein DD raustaubt. Ich kann damit leben, wenn ein Schlachtschiff.
Kann ich alles mitleben. Aber wenn Bordgeschütze von einem Zerstörer mich als Kreuzer rausnehmen, dann kriege ich immer so ein bisschen Fußpilz. Also da probiere ich eigentlich zu vermeiden. So, und okay, ich bin im Nebel. Der Typ hat noch ordentlich blind geschottet. Gar nicht verkehrt. Ich sag, das ist wirklich ein sehr guter Spieler. Und jetzt kommt mein Verhängnis. Ich kriege keinen Schaden gemacht auf den. Auf jeden Fall nicht den Schaden, den ich gerne hätte. Und ich wollte jetzt nicht breit ziehen, weil, ne, Blindshotten und so, das geht gerne mal ein bisschen ins Auge. Darum halt lieber Spitze, also ist er wieder zu. Also, der Sieg geht definitiv auf die Kappe von der Östergötland. Jetzt ist der Monsieur aber ja vorhin so richtig schön breit rückwärts gefahren. Und ich wusste, was kommt. Da kommt's. So, also den ersten Herzinfarkt hatte ich im Kampf gegen die Kutusow. Da musste ich schon reanimiert werden. Kaum hatten sie mich wieder im Leben, kommt der hier. So, ja, was soll ich hier machen? Was soll ich machen? Ich kann nur beten, dass die... Leute. Ist schon ein Fluch. Nun gut, also, Östergötland ist weg. Wir verlieren das nächste Schiff. In diesem Sinne, ja, wir nehmen Cap ein, das ist gut, aber wir haben ein Schiff weniger und die Punkte schlagen sich einfach zu Buche. Ich hatte die Hoffnung, irgendeiner kann vielleicht das Östergötsche rausnehmen. Ja, da wird es auch probiert. Ich probiere es auch noch. Natürlich gehe ich auf, aber ich bin ja insofern safe, dass ich weiß, A, trifft die mich nicht, B, hinter mir ist nichts, links von mir sowieso nicht. Das Böse ist rechts. Ja, da treffe ich sie nochmal, aber das muss ich so ein bisschen auf meine Kappe nehmen. Nicht, dass wir das durch das gewonnen hätten, aber ich hätte einfach gerne ein bisschen mehr Schaden gedrückt, aber war nun mal nicht drin. Und das, was jetzt rechts von mir ist, ja, das sind die Gebrüder Key und Iowa. Und dagegen machst du gar nichts. Auch nicht, wenn du Full Life bist. Die zerlegen dich, ja, in wenigen Salven. Also, das Spiel geht zur Neige. Im Prinzip war mir klar, wir haben das verloren. Also, was heißt im Prinzip? Es war mir klar, wir haben das verloren. Ja, das nächste Schiff draußen, jetzt was. Sowieso sicher. Und dann sage ich mal halt, dann gehe ich doch ehrenhaft unter und stelle mich dem Gegner. Ich weiß ja eh, was passiert. Ja. Irgendeiner steht vorne am Bug und hat gerade eine Pepsi in der Hand und denkt sich, guck mal, was da ist. Und schmeißt die und das war's. Ich meinte das ernst, ich fand das wirklich eine gute Leistung von unserem DD. Wir haben getan, was wir konnten, es hat halt nicht gereicht. Und dementsprechend sage ich, wenn ich schon untergehe, dann mit wem denn fahren? Also, jawohl, wir sind offen und ich kann wenigstens nur einmal auf eine abdrücken. Gut, ich nehme die Azu. Also nicht die Keys, die Azu, Entschuldigung. Aber ich weiß, was kommt. Oh, wir kriegen nochmal gute 2000 dazu und jetzt kriegen wir einen guten Nachtkuss. Genau. Und so läuft das manchmal. Kann man nichts gegen machen. Passiert. Aber es sind halt so mehrere kleine Fehler plus die Qualität im gegnerischen Team, die halt schlussendlich leider zur Niederlage geführt haben. Kann man manchmal nichts gegen machen. So, das war's auch schon zum Video. Und ich wünsche euch wie immer alles Liebe, alles Gute. Bleibt alle gesund und munter. Und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video. Macht's alle gut. Euer Swiss. Zweiter Platz ist okay. Kann man mit leben.